Die aktuelle Lage bezüglich der Fallzahlen hat sich stabilisiert, aber auf hohem Niveau. Das heißt, wir haben derzeit nach wie vor eine Inzidenz, die nur sehr, sehr langsam abnimmt, viel zu langsam, da wir bei dieser hohen Inzidenz auch sehr viele Neuerkrankungsfälle haben und leider auch weiterhin sehr viele Todesfälle. Das heißt, das Ziel muss weiterhin sein, die Inzidenz möglichst schnell weiter runter zu bekommen, möglichst schnell unter 50, damit sich die Lage in Augsburg wieder beruhigt. Jeder Fall ist ein Einzelfall. Zunächst werden in der Regel die Kontaktdaten geprüft und vervollständigt. Oftmals sind diese nämlich veraltet oder nicht korrekt. Sollte sich dann bei den Ermittlungen herausstellen, dass es sich zum Beispiel um einen Pflegeheimbewohner handelt, hat dieser Fall höchste Priorität. Denn gerade in solchen Fällen, bei Ausbruchsgeschehen in Pflegeheimen, ist das Mittel und Instrument der Kontaktpersonennachverfolgung besonders effektiv. In solchen Fällen wird mit dem Pflegeheim Kontakt aufgenommen, es werden die Kontaktpersonen ermittelt, isoliert und umfangreiche Reihentestungen angeordnet und durchgeführt. Dies wird so lange wiederholt, bis das Ausbruchsgeschehen eingedämmt ist. Da gibt es mehrere Punkte. Zum einen ist es so, dass wir von einer infizierten Person nicht unbedingt sofort alle seine Kontaktpersonen, die er wirklich hatte, auch gleich beim ersten Gespräch oder mit dem ersten Anschreiben zugeschickt bekommen. Das fällt den Leuten manchmal erst Tage später ein, dass sie ja noch Kontakt mit jemand anderem auch hatten. Das heißt, die Listen sind manchmal nicht vollständig. Dann fehlen auf den Listen manchmal Daten, die Namen sind nicht vollständig geschrieben oder die Telefonnummern fehlen oder sind falsch, wo man wieder rückfragen muss, ich kann die Person nicht erreichen, haben Sie noch eine andere Telefonnummer? Dann ist es, auch wenn wir die Kontaktperson erreichen, ist es mit dem einen Beratungsgespräch nicht getan. Im Lauf der Quarantäne betreuen wir die Kontaktpersonen weiter. Wir bemühen uns, alle 2 bis maximal 3 Tage jeden nochmal anzurufen und zu befragen, wie es ihnen denn geht, ob jetzt Krankheitssymptome aufgetreten sind. Bei diesen weiteren Anrufen in der Quarantäne erfahren wir dann auch oft noch weitere Probleme oder Fragen, die die Leute haben, die noch nicht geklärt sind. Und auch diese Telefonate dauern manchmal etwas länger, als einfach nur zu fragen, wie geht's Ihnen heute? Ein weiteres Problem ist, dass die Kontaktpersonen auch manchmal nicht ganz ehrlich mit uns sind, zum Beispiel den Kontakt nicht richtig beschreiben oder es gibt Leute, die sich nicht testen lassen möchten und wir müssen ihnen erklären, dass das aber enorm wichtig ist, um Infektionsketten zu brechen. Das sind wirklich Einzelfälle, aber es gibt halt auch hier Menschen, die da uneinsichtig sind und dann auch sehr schnell persönlich werden und uns auch angreifen. Das Gesundheitsamt ist seit Beginn der Pandemie im März stark angewachsen. Ich habe das Gesundheitsamt übernommen. Da gab es 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inzwischen sind es 139. Das ist aber nicht alles. Wir haben aus anderen städtischen Dienststellen ganz bewusst unsere eigenen Leute zusammengezogen. Insgesamt 100 Menschen arbeiten jetzt für das Gesundheitsamt. Und wir haben 30 Soldatinnen und Soldaten und 10 Polizistinnen und Polizisten. Dazu kommen jetzt aber auch noch Freiwillige, viele Freiwillige, die sich bereit erklärt haben, das Gesundheitsamt zu unterstützen. Ich will mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei allen, die diese wichtige Arbeit zur Bekämpfung der Pandemie machen, die uns unterstützen. Es ist notwendig, aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, genau diese Aufgabe zu leisten.